Ich bin Eva und ich bin Moderatorin und Redakteurin. Ich informiere gerne die Menschen, aber ich entwickle auch sehr gerne die Inhalte und deswegen habe ich dieses Showreel zum Beispiel erstellt. Das klingt doch schon mal super. Wirklich? Ja. Moderation ist für mich auf der einen Seite Information, aber auch Unterhaltung. Ich rieche etwas. Nee, es ist nicht der Kameramann. Es riecht viel besser, es ist. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe, leider geil. Eva! Eva. Richtig, sie heißt tatsächlich Eva. Mein Name. Jetzt bist du genauso groß. Hast du einen Freund? Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Hallo aus Köln und hallo zur Rheinzeit. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ein Bundesnachrichtendienstmitarbeiter steht unter Verdacht, geheime E-Mails an US-Geheimdienste weitergeleitet zu haben. Und ich habe mir heute dazu einen Gast eingeladen, der mich wahrscheinlich schon längst durchschaut hat, liebe Zuschauer. Er war selber 10 Jahre lang als Geheimagent unterwegs und weiß, wie man Informationen aus den Menschen bekommt. Herzlich willkommen, Leo Martin. Und einer, der hautnah dabei war und jetzt live am Telefon ist, das ist Henning Krautmacher von den Höhnern. Hallo Henning. Hallo zusammen, hallo Heimat, hallo Köln am Ring. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Tronic, eurem Musikmagazin auf Bunch TV. Sie schenkt uns ein Foto. Sehr, sehr gerne. Bei mir ist jetzt André Tannenberger, auch sehr bekannt als ATB. Schön, dich mal zu treffen. Du bist ja seit 20 Jahren im Geschäft. Wir haben uns noch nie gesehen, obwohl wir ja quasi Nachbarn sind. Ich habe heute einen sehr weiten Weg auf mich genommen, um genau in dieses Kochstudio zu kommen, denn hier wird heute lecker gekocht und ich habe großen Hunger mitgebracht und es gibt eine ganz besondere Zutat, nämlich es wird hier mit Insekten gekocht. Davon habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe sie auch noch nie gegessen. Ja, hallo Thomas, ganz herzlichen Dank für die Einladung in deine heiligen vier Wände, nämlich der Küche des Hillmanns. Und wir müssen den Zuschauern vielleicht mal ganz kurz erklären, warum ich überhaupt hier bin, weil du hast mich nämlich angerufen. Genau. Weil du weißt ja, dass ich immer auf der Suche nach interessanten Rezepten bin, am liebsten esse ich natürlich auch. Los geht's mit der Wassermelone. Die wird erstmal halbiert. Gar nicht so einfach, aber... Na, guck mal. Ja, perfekt. Wenn man ein gutes Messer hat, dann geht das auch. Rot wie die Liebe zu meinem Kleid. Handelsüblichen Stabmixer nehmen, wie du den wahrscheinlich auch zu Hause hast. Hast du einen zu Hause? Ja. Heute so schön grün. Gestern waren wir rot unterwegs, jetzt sind wir grün unterwegs. Super. Vielleicht kommt morgen gelb, falls du nochmal kommen möchtest. Ja, jetzt lädt er mich schon wieder ein. Also da kann ich, was soll ich dazu sagen? Am besten erstmal nichts und weitermachen. Oh nein, eine Botschaft von dir. Eine Botschaft. Und hier steht drin, was wir heute kochen werden. Genau, also da steht was drin, was wir kochen werden und du musst es interpretieren. Surprise, surprise, ich bin ganz gespannt. Okay, ich werde das Geheimnis jetzt mal lüften. Aha. Pfiffriger Wolf. Aber pfiffriger, was ist denn pfiffriger? Pfannengemüse. Also ich hoffe, das geht gleich gut aus, denn wir werden gleich zusammen kochen, ne? Auf jeden Fall. Wir kochen uns gleich ein schönes Teriyaki vom Hühnchen. Ich habe schon mal ein paar Chilis geschnitten, die sind ganz klein und wollen nur spielen. De acuerdo. Lo último que busqué en internet, no sé si fue el propio Google. Bei der Sendung mit der Maus heißt es, glaube ich, und das war Spanisch. Der Hip-Hop-Weg oder auch die Fußballstraße darf in Bremen natürlich auch nicht fehlen. Das sind Straßennamen, die sich Kinder ausgedacht haben. 300 Grundschulkinder an der Zahl, die würden gerne mal in diesen Straßen wohnen. Warum das so ist und was es mit diesem Projekt auf sich hat, das sehen Sie jetzt. Würdet ihr auch gerne mal in der Fußballstraße wohnen? Ja. Warum denn Fußball? Weil ich ein Fan bin. Da können wir mehr Fußball spielen. In der Fußballstraße kann man mehr Fußball spielen? Ja. Herzlich willkommen zu den EZ Security News. EZ rockt die Gamescom. Trefft Gaming-Stars und Topcaster am spacigen EZ-Stand in Halle 10. Seid live beim Finale der EZ Masters dabei. Und die SPD, die jubelt. Kein Wunder, denn es gibt eine erste Prognose und laut dieser hat die SPD 38%.
10% der Wählerstimmen bekommen. Mit der Dr. Clauders High Premium Feuchtnahrung kommen anspruchsvolle Katzengummis total auf ihre Kosten. Die Sorte Pute ist angereichert mit Inulin, das eine gesunde Verdauung unterstützt. Also gesund und lecker. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich laufe immer gerne mit offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte und ich gucke immer so, was andere so machen. Ich kann mich einfach nicht zum Sport motivieren. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Ja, ein bisschen Vibration. Vibration? Ja. Ich habe Muskeln. Kannst du sie sehen? Sind sie gut oder nicht so gut? Ja. Kann ich deine Muskeln mal anfassen? There you go. Ja, das sieht doch gut aus. Es gibt auch viele Themen, die mich berühren und auch bewegen. Und ich finde, es ist die Aufgabe als Journalisten, dass wir die Themen auch ansprechen und sie nicht unter den Tisch kehren. Wer bei diesen Temperaturen ohne eine warme Jacke mal kurz draußen war, der weiß, wie bitterkalt das ist. Die Minusgrade machen besonders Obdachlosen schwer zu schaffen. Der 59-jährige Harald aus Köln lebt seit 10 Jahren auf der Straße. Wie es dazu kam, das hat er uns verraten. Wir haben ihn für einen Tag begleitet und dabei selbst eine Grenzerfahrung gemacht. Wie erkennt man denn eigentlich, ob jemand Talent hat oder auch nicht? Wie wird das Ganze dann bewertet? Gibt es da eine Jury? Wer sitzt da drin? Wir gucken uns tief in die Augen und wir sagen, fertig zum Start, wunderbar, und dann geht's los. Take off. In Vorträgen informiere ich das Publikum über meine neuesten Erkenntnisse, zum Beispiel im Bereich Social Media. Und da bin ich auch sehr aktiv. Ich bin zum Beispiel zu finden bei Instagram, Twitter, Xing, Facebook und so weiter. Also schauen Sie gerne mal vorbei. Was genau ist denn überhaupt mein Ziel? Was genau möchte ich denn damit erreichen? Und welche Zielgruppe spreche ich überhaupt an? Und eins möchte ich zum Schluss auf jeden Fall noch sagen, auf mich kann man sich immer verlassen, zu 100%. Also wenn ich was sage, dann steht das. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Auf mich ist auf jeden Fall Verlass. Oh, einen Moment. Hallo? Ach, das war heute. Ups.